Wenn ich jetzt die Augen aufmache, bist du dann noch da? Probier es aus. Ich traue mich nicht. Vielleicht habe ich das ja alles nur geträumt. Und dann mache ich die Augen auf und es ist alles gar nicht passiert und du warst nie hier. Das ist kein Traum. Jetzt müssen wir den Traum nicht mehr festhalten, jetzt gehört er uns, wenn wir zusammen sind. Alexander, ich wollte wegen Katharina. Vater, es ist zu spät für gut gemeinte väterliche Belehrungen. Zu spät? Warum? Ich werde weder mich noch Katharina unglücklich machen. Weißt du, wie das ist, wenn man sein Leben mit einem Menschen verbringt, den man nicht liebt? Das hat Katharina nicht verdient. Du willst mir doch nicht sagen... Doch. Ich werde Laura Mahler heiraten. Ich liebe sie und ich werde noch heute mit Katharina darüber reden. Was sagen? Ich muss mit dir reden. Was ist denn? Was ist denn passiert? Ich gehe heute nach Hause, ja? Um mir Vitamintabletten zu holen. Ja. Und was finde ich da unter dem Tisch? Keine Ahnung. Alexanders Krawatte. Sie hat's getan. Kann ja mal auf, wenn uns jemand sieht. Mann, du Dumpfbacke, du hast mir kein Wort erzählt. Schäm dich mal. Deswegen siehst du heute so verdammt schön aus. Ich konnte heute Morgen noch nicht so gut darüber reden. Mhm. Kann ich mir denken. Aber jetzt. Doch. Jedes Detail. Wann ist er zu dir gekommen? Was hat er gesagt? Wie ist das alles? Wie war's gut? Hör mal auf jetzt. Sie ist nicht die Richtige für dich. Ja, natürlich nicht. Weil sie kein Geld hat, weil sie keine einflussreiche Familie hat, deswegen. Dir war sie doch immer so sympathisch und jetzt kommst du mir so, das ist verlogen. Laura ist sympathisch, glaube mir, sie... Ich habe keine Lust mehr, das mit dir zu diskutieren. Alexander, du glaubst Laura zu lieben, aber in Wirklichkeit... Was? Ach so, liebe ich nur ihren Körper, ja. Weißt du was, du hast recht. Ich liebe ihren Körper, ich liebe ihren Mund, ihre Nase, ihre Augen, ich liebe alles an ihr. Laura ist der Mensch, der mich perfekt macht, der mich komplett macht. Reicht das? Bitte hör auf damit! Du wirst dich dran gewöhnen müssen. Ich werde es nämlich jedem erzählen. Nein, du wirst gar nichts! Vater, du kannst mir nichts verbieten. Hast du das endlich begriffen? Alexander, es geht nicht. Bitte zwing mich nicht, dir zu sagen, warum. Du darfst sie nicht lieben. Bitte! Glaube mir. Wie sehr ich dir dein Glück wünschen würde. Wirklich. Es geht nicht. Laura ist deine Schwester. Alfons. Alexander ist dein Sohn. Es tut mir leid, dass du es erst jetzt erfährst, Alfons. Wie hast du nur all die Jahre mit der Lüge leben können? Weiß Werner davon? Nein. Wenn er es wüsste, dann wären wir nicht verheiratet. Versteh doch, als ich ihn kennengelernt habe, war das Liebe auf den ersten Blick. Kurz darauf habe ich festgestellt, dass ich schwanger bin. Alfons, das zwischen uns war doch eine kurze, wenn auch wunderschöne Romanze. Du und Hildegard, ihr seid doch glücklich miteinander. Du liebst sie. Damals habe ich Hildegard überhaupt noch nicht gekannt. Du hättest mir meinen Sohn nicht vorenthalten dürfen, Charlotte. Niemals. Hm.
Wer hätte damals gedacht, dass dieser kleine Kerl mal dein Sohn wird? Und dieses rote Dreirad, das war sein Ein und Alles. Ich weiß noch genau, wie er damit voller Stolz durch die Lobby geradelt ist und fast die Gäste über den Haufen gefahren hat. Aber weißt du, was ich immer noch nicht verstehe? Dass Charlotte so lange geschwiegen hat. Ja, als ich es dann erfahren habe, dass ich sein Vater bin, hätte ich es ihm eigentlich gleich sagen müssen. Aber ich habe der Charlotte versprochen zu schweigen. Also ich an deiner Stelle hätte das nicht gekonnt. Es ist mir auch verdammt schwer gefallen, das darfst du mir schon glauben. Aber es stand so viel auf dem Spiel. Für die Saalfelds, fürs Hotel. Und außerdem wollte ich zu diesem Zeitpunkt die Beziehung von Katharina und Alexander nicht gefährden. Und dann ist es doch passiert. Herr Saalfeld, bitte nehmen Sie den Ring für Ihre Braut und sprechen Sie mir nach. Katharina, nimm diesen Ring zum Zeichen unseres ewigen Bundes. Katharina, nimm diesen Ring zum Zeichen unseres ewigen Bundes. Danke. Nimm diesen Ring, Katharina, zum Zeichen unseres ewigen Bundes. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Da waren Katharina und Alexander tatsächlich verheiratet. Ganz zur Freude von dem feinen Herrn Direktor und deiner Charlotte. Ach, was du immer hast mit deiner Charlotte. Weißt du, was komisch ist? Dass denen so kurz vor dem Jawort in der Kirche noch der Ring runtergefallen ist. Wie meinst du komisch? Das könnte man doch auch als Zeichen sehen. Dass es nicht sein sollte zwischen Katharina und Alexander. Na ja, du hast schon recht. Schließlich hat Alexander Laura schon immer geliebt. Wie ich dich immer schon geliebt hab. Was heißt denn hier hab? Ich lieb dich natürlich immer noch. Auch nach 35 Jahren Ehe, Hildegard. Das will ich dir aber auch geraten haben. Du weißt doch, dass du die Einzige für mich bist. Das hast du jetzt schön gesagt. Aber die Ehe von Katharina und Alexander, die stand von Anfang an unter einem schlechten Stern. Alexander. Alexander! Alexander, was ist los? Alexander, bitte. Der Zeitpunkt ist, dir zu sagen, dass ich dein Vater bin. Ich habe immer gehofft, dass ich dir irgendwann alles sagen kann, und jetzt rede ich nur Blödsinn. Aber ich bin dein Vater, und du weißt ja selber, wie schwer das ist, über Gefühle zu reden.